In der Schweriner Synagoge feierte die jüdische Gemeinschaft aus Mecklenburg-Vorpommern am 9. August die Fortschreibung des Staatsvertrages zwischen der Landesregierung und dem Landesverband. Die Gemeinden in Schwerin und Rostock werden für weitere 5 Jahre unterstützt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde MV, Valerie Bonimow, unterzeichneten gemeinsam den Vertrag. Es geht aber nicht nur um das Papier und um das Geld, sondern es geht darum, dass es auch ein echter Ausdruck unserer Haltung ist. Wir wollen, dass Jüdinnen und Juden in Mecklenburg-Vorpommern ohne Angst leben können. Sie gehören zu unserem Land, sie gehören mitten in unsere Gesellschaft und das drückt eben auch der Staatsvertrag aus. Jetzt unterzeichnen wir, denke ich, ein 5. Mal oder ein 6. Mal. Und jedes Mal, wenn wir unterzeichnen diesen Staatsvertrag, jedes Mal sehe ich, welche Bedeutung ist diese Entwicklung jüdischer Gemeinde in Schwerin und Rostock. Unser Präsident hat gesagt, dass die beiden Gemeinden im Jahr 1994 haben von minus null begonnen. Und es war richtig, die beiden Gemeinden haben überhaupt nichts. Der Staatskanzlei zufolge regelt der 1996 geschlossene Vertrag unter anderem die Anerkennung jüdischer Feiertage sowie die Friedhofs- und Denkmalpflege. Danach erhöht das Land die finanzielle Unterstützung von 440.000 Euro bis 2026 auf 625.000 Euro. Außerdem begeht die jüdische Gemeinde 2021 das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Zu diesem Anlass finden in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Veranstaltungen statt, darunter Gottesdienste, Konzerte, Diskussionen und Lesungen.